Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Flui und ich begrüße euch zum Saisonstart der Formel 1 Saison 2020er Saison Fantasy Karriere. Wir befinden uns in Saison 3. Die Saisonvorbereitung ist abgeschlossen, das Video habt ihr gesehen. Und nun starten wir hier in Australien im Albert Park in Adelaide, den es seit 1985 im Rennkalender der Formel 1 gibt. 5,3 Kilometer, ein reiner Straßenkurs. Die Saison kann also endlich starten mit drei Neuzugängen aus der Formel 2. Dazu neue Teams, neue Fahrer, neue Gesichter, neue Designs. Aber trotzdem bleibt Lewis Hamilton natürlich als einer der Titelaspiranten, kann er tatsächlich sich den 7. Weltmeistertitel und somit mit Michael Schumacher aufschließen? Oder wird es jemand anderes dieses Jahr? Max Verstappen oder zum Beispiel Sebastian Vettel? In der letzten Saison gewann hier Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Wir dürfen gespannt sein, wie es dieses Jahr wird. Und nun, bevor der Start losgeht, gucken wir nochmal auf. Und wie ihr sehen könnt, gab es in Q1 und Q2 Regen. Und so kam es zu spektakulären Ergebnissen. Zum Beispiel, dass Ricardo und Norris aus Q1 geflogen sind. So konnten sich zum Beispiel Toni Rufus und Nico Hülkenberg fürs Q2 qualifizieren. Im Q3 sind Russell auf Platz 10 gelandet. Stroll startet von Platz 9. Von Platz 8 startet Kevin Magnussen von 7. Der neue Red Bull-Fahrer Matthias Flui von der 6. Überraschenderweise Carlos Sainz von der 5. Valtteri Bottas im Mercedes. 4. wurde Sebastian Vettel. Und ganz vorne Max Verstappen auf der 3. Vor Charles Leclerc und die erste Pole Position der neuen Saison holt sich der Titelverteidiger Lewis Hamilton. Und damit kann es losgehen. Lange musste ihr auf den Saisonstart warten. Die Formel 1 Saison 2020 startet jetzt. Hamilton von der Pole Position. Let's go! Und Hamilton kommt super vom Start weg. Vettel mit dem Angriff gegen Verstappen und gegen Leclerc. Hamilton kann sich durchsetzen. Und dahinter aber der Angriff von Vettel. Vettel gegen Verstappen. Leclerc kann sich da vorne behaupten vor seinem Teamkollegen. Aber hier enges Duell zwischen Vettel und Verstappen. Der Deutsche gegen den Niederländer. Vettel vorbei, aber Verstappen mit dem Gegenangriff. Und Vettel jetzt auf der besseren Seite. Vettel vorbei an Verstappen. Also vorne Hamilton, dann Leclerc, dann Vettel vorbei an Verstappen, dann Bottas, dann Sainz und dann kommt schon Flui. Der wird aber angegriffen von Kevin Magnussen, kann sich aber hier erstmal tatsächlich halten. Dann Magnussen, dann Russell, dann Stroll, dann schon Settle Camera und wir kommen zum... So, und da sind wir also beim Live-Bild, wie ihr seht, ich auf P7. Die ersten 5 Runden nehme ich euch live mit, danach die kompletten Highlights des Rennens. Ah, die ersten 5 Runden schauen wir uns live an. Hamilton vom Start weg gut weggekommen, im Gegensatz zu Charles Leclerc. Aber das habt ihr ja gerade von mir gehört. Ich habe mich hier beim Start erstmal gegen Magnussen durchgesetzt, befinde mich aber jetzt erstmal hinter Carlos Sainz. Strategie ist bei mir rot, gelb, das heißt erst mit den Red Tires und dann später mit den Mediums. Muss mich erstmal natürlich in das Spiel wieder reinfinden. Wir müssen uns erstmal in die Saison finden. Das erste Rennen in Australien. Du bist beim Energieeinsatz am Limit. Du musst vor Ende der Runde ohne ERS dastehen. Senke den Einsatz, um das zu verhindern. Ja, ich mache das ja automatisch, deswegen hoffe ich, dass das Spiel das hier selber reguliert. Mit dem RS-Management. Wie auf jeden Fall gut weggekommen. Ist klar, dass wir diese Saison noch nicht um den Weltmeistertitel oder so mitfahren. Auch wenn wir natürlich jetzt ein Auto haben, mit dem wir vorne mitfahren können. Aber wir müssen uns erstmal in die Saison reinfuchsen. Natürlich wird das Ziel sein, öfters mal auf dem Podium zu stehen.
Aber Australien ist jetzt auch nicht einer meiner Favorite-Strecken. Suche ja auch nicht. Also es wird schwer, sich in die Saison reinzufinden. Aber das war ja auch wie in der letzten Saison. Wir hatten Probleme beim Start. Je länger die Saison ging, desto besser kamen wir ja in die Saison. Hab natürlich auch noch ein paar Probleme mit dem Auto. Von daher erstmal gechillt bleiben. Auch wenn es jetzt momentan so aussieht, als würde ich ganz hinten mitfahren. Aber wie gesagt, ich muss mich erstmal reinfinden. Sainz mit einem starken Rennen vor mir. Kann tatsächlich an Bottas dranbleiben. Vorne löst sich Lewis Hamilton. Also sein Ziel, den siebten Weltmeistertitel mitzunehmen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hamilton kann sich auf jeden Fall da vorne lösen. Keine Ahnung, wie es hinten bei Toni Rufus läuft. Bei Nico Hülkenberg, die ja nach einem starken Qualifying sehr weit nach vorne gekommen sind. Aber erstmal muss ich mich hier auf mein Rennen konzentrieren. Ein Problem ist auch noch, dass ich mit dem Red Bull noch nicht so gut klarkomme. Also erwartet hier in diesem Rennen noch nichts Spektakuläres von mir. Da sieht man es allein auch schon, dass Magnussen jetzt schon Druck macht. Auch nicht. War zwar im Q2 sogar Zweiter. In Q3 reicht es aber nicht, um an Sainz vorbeizukommen. Hatte zwar eigentlich ein gutes Qualifying abgeliefert, aber Sainz und Bottas waren da schneller. Verliere jetzt auch den Kontakt erstmal zu Sainz. Hinter mir Magnussen. Also der kann sich da auch schon sehr gut lösen. Jetzt mal gut über die Kurve gekommen. Später kann ich mich ja auch besser auf das Rennen konzentrieren. Wenn ich dann nicht mehr kommentiere. Okay. Abstand zum Führenden 8,1 Sekunden. Ja, an Hamilton verlieren wir natürlich extrem. Aber Hamilton fährt dann sehr konstantes Rennen. Er war ja auch letzte Saison Weltmeister, einfach weil er das die Konstanz hatte über die gesamte Saison. Und am Ende musst du noch nicht mal der beste Fahrer des Feldes sein. Am Ende reicht es, wenn du konstant starke Leistung abliefst. Dann kannst du schon relativ weit hinten kommen. Ja, ich hatte auch definitiv hier einen Fehler gemacht, zu viel Sprit mitzunehmen. Das war ein Fehler von mir. Aber ja, es ist das erste Rennen. Und da wird jetzt erstmal das Ziel sein, Minimum mal Platz 7 mitzunehmen. Vielleicht hoffen, dass da vorne jemand rausfliegt. Auch wenn ich hier natürlich ein bisschen rabiat fahren muss. Einfach, weil ich kommentieren muss. Muss jetzt hier sogar eine Sofortwiederholung nutzen. Es ist halt auf jeden Fall schwer, intensiv Formel 1 zu fahren. Dadurch, dass ich ja auch die Stärke nach oben gestellt habe. Habt ihr gesehen am Anfang der Folge, die Stärke 82 war mal. Und dadurch, dass ich mit dem Red Bull noch nicht so gut klarkomme und Australien auch noch nicht so meine Favorite-Strecke ist, ist das hier alles noch ein bisschen kompliziert für mich. Ein bisschen schwierig reinzukommen. Werd meine Zeit brauchen, um in die Saison reinzufinden. Und ich hatte ja auch schon, und ich würde auch schon sagen, dass ich dieses Jahr nicht mit um die Weltmeistertitel mitfahren kann. Wenn ich am Ende der Saison Fünfter oder Vierter werde, wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall Bottas wird so mein Ziel sein. Ah, da sieht man auch, dass das Auto richtig eklig reagiert, wenn ich da in die Kurven komme. Kein Vergleich zu meinem Toro Rosso in der letzten Saison. Ich hoffe, dass wenigstens vorne Verstappen was nach vorne tut. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt. Weil der hat ja auch definitiv noch das Ziel, oben mitzufahren. Er war ja letztes Jahr schon dran. Man sieht es vielleicht, dass das Auto sehr stark reagiert. Also sobald ich den Stick nur leicht andrücke, reagiert das Auto richtig stark. Letzte Runde, wo ich euch live mitnehme. Und danach, wie gesagt, die kompletten Highlights des kompletten Rennen. Das heißt, dann seht ihr, was zum Beispiel vorne momentan abging.
Oder wenn zum Beispiel jetzt jemand rausfliegt, dass ihr das wisst. Je nachdem, wie spektakulär das Rennen wird, kann es natürlich auch sein, dass das Video länger wird oder halt auch kürzer. So, jetzt hier nochmal die letzte Kurve. Dann kann ich mich hier vollends aufs Rennen konzentrieren. Und ihr könnt das Rennen gucken. Aber vorher nochmal auf den Wettbericht. Also, kein Ring. Ihr seht es momentan erstmal kein Regen, aber lassen wir uns überraschen. Wir schauen uns den Rennstart nochmal von etwas weiter hinten an, denn hinten startet ja Ricciardo und Perez, die man eigentlich mehr vorne erwartet hatte, aber aufgrund des Regen-Qualifyings konnten sie sich da nicht durchsetzen, können aber beide keine Plätze gut machen. Aber Makelow verliert da schon relativ deutlich beim Start gegen die beiden Aston Martin und den Subaru. Hier schon der Angriff von Perez gegenüber Räikkönen. Wir springen etwas weiter nach vorne in das Rennen. Runde 4 sind wir. Und das ist das Duell hier zwischen den beiden Ferraris. Leclerc auf 2 gegen Vettel auf P3. Hier enges Duell, dahinter sogar Verstappen. Vettel immer wieder mit sehr guten Angriffen gegen Leclerc. Leclerc kann sich aber tatsächlich hier behaupten, auch wenn Vettel es seinem Teamkollegen hier nicht unbedingt einfach macht. So ist es natürlich das Einfachste für Lewis Hamilton da, sich nach vorne abzusetzen. Ihr seht schon, wie groß der Vorsprung ist in Runde Nummer 4. Wir springen in die 5. Runde. Das ist das Duell zwischen Toni Rufus und Lando Norris. Da geht es, glaube ich, um Platz 16 dahinter, dann Perez. Hier, der Deutsche kann sich hier super behaupten, waren immer wieder enge Duelle von Toni Rufus und Lando Norris, die sich im Grunde genommen das ganze Rennen so ein bisschen bekriegt haben. Hier kann sich aber tatsächlich der Deutsche vor dem Briten tatsächlich halten. Rufus ja neu in dieser Formel 1 Saison. Und hier jetzt der Angriff, wir sind eine Runde im Grunde genommen später. Norris mit dem Angriff gegen Rufus. Aber Rufus kann sich hier behaupten, Norris ist auf der besseren Seite und Norris ist vorbei an Rufus. Klasse Manöver von Norris, löst sich hier auch noch und das sogar vor der DRS-Zone. Super Aktion vom Briten. Norris also vorbei, dann Perez, dann Räikkönen und dann erst Daniel Ricciardo, der nicht gut wegkommt vom Fleck. Hier der Subaru, also für Ricciardo läuft es tatsächlich bislang in diesem Rennen nicht so gut und das sogar in seinem Heim Grand Prix. Dudelt dahinter den beiden Alfa Romeos mit hinterher und dahinter dann die beiden Williams deutlich weit entfernt. Sein Teamkollege Cedric de Camara deutlich weiter vorne. Wir springen nun in Runde 6 bzw. Runde 7. Boxenstopp von Lewis Hamilton. Die ersten also an der Box. Hamilton, der Führende, mit einem deutlichen Vorsprung dahinter dann Sebastian Vettel ebenfalls an die Box. Hamilton bekommt die Weichen, bekommt die gelben Reifen, also die Mediums aufgesetzt. Das gleiche gilt auch für Sebastian Vettel, der wechselt ebenfalls von Rot auf Gelb. Das hatten übrigens alle Fahrer gemacht, alle wechselten von Rot auf Gelb. Hier kommt Carlos Sainz, der bekommt ebenfalls die roten abgesetzt und bekommt die neuen Mediums draufgesetzt. Keiner mit einer anderen Strategie. Auch der Deutsche Matthias Fluy, den wir hier gerade aus der Boxgasse kommen sehen, weiterhin deutlich hinter Carlos Sainz in Runde 7. Wir springen etwas weiter nach vorne. Hamilton nach seinem Stop hinter Magnussen landet. Magnussen momentan ja nur auf Platz 8 gewesen vor den Boxenstopp. Hamilton kann sich aber hier durchsetzen und dann das! Dreher von Magnussen, Dreher von Kevin Magnussen, Berührung zwischen dem Mercedes und dem Haas. Hier nochmal, hier sehen wir es, Berührung, ganz, ganz bitter, keine Absicht von Lewis Hamilton. Wir schauen uns das nochmal an. Ah, was ist denn das für eine bittere Situation für Kevin Magnussen? Bislang auf Platz 8 hat dem deutschen Fluy eigentlich sehr gut Druck gemacht. Muss natürlich hier aufpassen, besonders da Stroll hier im Angriff ist. Muss natürlich alle vorbeilassen. Ganz, ganz bitter für Magnussen. Er war noch gar nicht an der Box. Und hier
seht ihr es jetzt gleich. Da kommt sogar schon Matthias Flui. Also hat alles im Grunde genommen verloren. Und erst jetzt muss er in die Box. Also er wird definitiv nicht auf Platz 8 rauskommen. Das ist eine bittere Situation für ihn. Boxenstopp nun bei den anderen. Nach dem Boxenstopp sah es dann so aus nach Runde Nummer 9. Vorne hat sich nichts geändert. Hamilton, Leclerc, Vettel. Und dann aber Bottas vorbei an Verstappen. Bottas hat ihn tatsächlich überholt. Dann Sainz, dann Flui. Und dahinter wird es richtig spannend, denn da kommt Stroll und Zettel Camara. Der hat sich gut nach vorne gearbeitet nach dem Boxenstopp. Gute Strategie bei den Subarus, das hatten wir auch schon in der letzten Saison gesehen. Dahinter Luca Giotto vor tatsächlich überraschenderweise Pierre Gasly, der sich hier tatsächlich ein bisschen schwer tut gegen seinen Teamkollegen. Und dahinter dann George Russell. Da geht es natürlich immer noch um die Punkte und ganz weit abgeschlagen, ganz hinten Kevin Magnussen, für den läuft überhaupt nicht. Also da wird es schwer. Dann kommt Norris, dann Ricardo, dann kommt Kimi Räikkönen, dann erst Rufus. Der hat einige Plätze nach dem Boxenstopp verloren und ganz hinten. Wir springen ungefähr in Runde 13 und da gibt es ein besonderes enges Duell zwischen Lance Stroll und Zettel Camara. Das ist Platz 8 gegen Platz 9. Beide hier im direkten Duell gegeneinander. Ihr seht, wie eng das hier ist. Aber da hinten, da ist es auch richtig, richtig spannend. Giotto, Gasly, Russell, beide nicht so weit entfernt. Und hier der Angriff von Zettel Camara gegen Lance Stroll. Klasse gemacht von Zettel Camara. Der hat schon in seiner Debütsaison gezeigt, dass er richtig was auf dem Kasten hat. Hier jetzt gegen den Aston Martin. Super Aktion vom Subaru und hier in der besseren Schikane. Beide dicht an dicht, aber dadurch kommen die anderen drei auch nochmal richtig nah heran. Richtig enges Feld jetzt. Nicht vergessen, 8, 9, 10, 11, 12 und hier der Verbremser von Zettel de Camara. Aber Giotto kann das hier nicht ausnutzen. Der Weltmeister der Formel 2, ganz bitter für ihn, hätte da durchzwischen können, aber verpasste. So kann sich Stroll erstmal lösen vor Zettel de Camara. Wir springen weiter nach vorne in das Rennen. Das ist ungefähr so Runde 19. Vettel mit Problemen momentan, verliert hier einiges an Charles Leclerc, hat technische Probleme vermelden lassen, die denn tatsächlich so langsam immer deutlicher wurden in Runde Nummer 19. Und das sieht man hier warum. Bitter, ganz, ganz bitter. Mechanischer, technischer Fehler dort beim Ferrari von Sebastian Vettel. Oh, es ist das bitter. Erstes Saisonrennen und direkt das Aus für Sebastian Vettel. War auf einem guten Wege, Platz 3, eventuell sogar Platz 2 mitnehmen zu können. Und jetzt dieser technische Schaden. Erstes Rennen für Vettel und direkt aus. So wird es ganz schwierig, um den Weltmeistertitel dieses Jahr mitnehmen zu können. Davon profitieren natürlich alle anderen. Zettel Camara mittlerweile vorbei an Lance Stroll. Aber ihr seht, wie eng das da hinten ist. Mittlerweile macht auch Kevin Magnussen wieder Meter gut. Mittlerweile ist er 7, 8, 9, 11, dahinter schon 12. Das ist Toni Rufus, der sich mittlerweile durchsetzen. Dahinter ist übrigens Kimi Räikkönen. Und dann Norris und dann mal wieder das Duell zwischen dem Briten und dem Deutschen und dieses Mal der Angriff des Deutschen gegen den Briten und er kann sich tatsächlich dieses Mal durchsetzen, Rufus, aber Norris mit dem Konter, Norris ja mit einer Saison mehr und einem Weltmeistertitel der Formel 2 mehr, Rufus ja nur etwas knapp in die Formel 2 gerutscht, kann sich aber hier durchsetzen, super Aktion von Rufus, der hier sich klasse Duelle geliefert hat mit Lando Norris. Aber dann der Verbremser von Rufus. Ganz bittere Situation hier. Wir schauen das nochmal. Rufus mit dem Verbremser. Aber Norris kann das nicht ausnutzen. Aber natürlich hat natürlich jetzt die bessere Bahn und kann sich tatsächlich an Rufus vorbeiziehen. Super Duelle zwischen dem Briten und dem Deutschen. Aber dann wieder der Gegenangriff von Rufus. Super Aktion. Wieder vorbei an Norris. Kann sich hier durchsetzen. Das ist zwar nur Platz 17, aber trotzdem enge Duelle. Und Rufus kann sogar mit der RS hier vorbeiziehen und sich Norris vom Hals schicken.
Wir springen wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile konnten sich Settle the Camera und Stroll etwas absetzen von der Gruppe. Und auch Giotto konnte sich da ein bisschen lösen. Und das hier ist tatsächlich Platz 10, 11, 12, 13. Da ist Ricciardo mittlerweile dran. Ricciardo hat einige Meter gut gemacht, hat sich mit seinem Subaru deutlich weiter nach vorne geschoben. Und Russell unter Druck von Gasly, von Magnussen und von Ricciardo. Nicht vergessen, da geht es halt immer noch um diesen einen Punkt für die Fahrerweltmeisterschaft beziehungsweise für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Stroll, Gasly, Stroll, Settle Camara und Giotto können sich da vorne im Feld etwas lösen. Und hier ein richtig enges Feld um den letzten Punkt. Und wie gesagt, hier vorne Russell, dann Luca Giotto auf 9, Stroll auf 9, Settle Camara kann sich super lösen momentan. Wir springen in Runde 24 schon und wir sehen hier Nico Hülkenberg langsam fahren, wurde da von Sainz bzw. Norris überholt und dann tatsächlich das Aus in Runde 24 und dann war's das tatsächlich. Das Rennen ist vorbei. Leider konnte ich euch die Start-Ziel-Linie nicht zeigen. Das werde ich natürlich in der nächsten Folge nochmal bearbeiten. Aber jetzt kommen wir also zum Resultat dieses Rennens. Also am Ende des Rennens gewinnt also Lewis Hamilton vor dem Monegasten Charles Leclerc. Und dann Max Verstappen ebenfalls auf dem Podium auf der 3. Bottas am Ende 4. Sainz 5. 6. wird Matthias Fluy. Glückwunsch an ihn. Damit bester Deutscher tatsächlich. Und tatsächlich sogar einzigster Deutscher in den Punkten. Sergio Settle Camara wird 7. Also in seinem neuen Subaru. Subaru also im allerersten Rennen direkt mit 6 Punkten. Luca Giotto in seinem allerersten Formel 1 Rennen direkt auf Platz 8. Lance Stroll wird 9. Und Russell, nachdem er mit Williams eine Enttäuschung hatte, direkt bester Haas-Fahrer mit Platz 10. Die restlichen Platzierungen seht ihr hier. Der zweite Subaru also auf der 14. Toni Rufus in seinem allerersten Formel 1 Rennen auf Platz 16. Ein sehr starkes Rennen, hat sich gegen Lando Norris durchsetzen können. Und Artyom Makelov in seinem ersten Formel 1 Rennen. Leider letzter, weil sein Teamkollege ausgeschieden ist. Aber auch davor war er hinter seinem Teamkollegen. Ausgeschieden also Nico Hülkenberg und Sebastian Vettel. Dadurch, dass Toni Rufus jetzt 16. wurde und die beiden anderen Deutschen ausgeschieden sind, sogar zweitbester Deutscher. In der Rangliste sieht es natürlich wie folgt aus. Da hat sich natürlich großartig nichts verändert. Hamilton führt die WM also an vor Leclerc und Verstappen. In der Konstrukteursweltmeisterschaft sieht es jetzt wie folgt aus. Mercedes führt dort vor Red Bull, Ferrari auf der 3 aufgrund des Ausfalls von Sebastian Vettel. McLaren finden wir auf der 4, Subaru 5, 6. Renault, dann Aston Martin auf der 7 und 8. ist Haas ganz hinten, die Williams und Alfa Romeo noch ohne Punkte. Aber das war erstmal das erste Rennen von 18, 17 Rennen verbleiben. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder zum großen Preis von Japan Suzuka. Ich bedanke mich fürs Zusehen.